Bleiben Sie doch mal stehen. Laufen Sie doch nicht weg. Was trinkt ihr? Für TV Total. Ja, ja. Da guckst du, ne? Schön. Hallo. Noch hallo. Vor einem Jahr war etwas 100 Euro wert. Die Inflation liegt bei 4%. Was kostet das heute? Wenn vor einem Jahr es 100 Euro gekostet hat, weiß ich nicht, 4% mehr? Exakt. 40, 140? Fast. Fast? Denk nochmal nach. Wie viel sind 4% von 100? 4. 104, stimmt. Ey, das war gerade voll peinlich. Ach Quatsch. Das war voll peinlich. Den kennt man aber. Ah, den Mann kenne ich gar nicht. Das ist doch der Neue, der Heiser. Genau, der Neue. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das Lächeln ist ein bisschen fake für mich. Was ist mit dem Lächeln? Das Lächeln ist ein bisschen fake. Das ist doch der... Wie heißt er? Oh. Hoffentlich ist er nicht von diesen Partei da, von diesen... Wie heißt der? Von diesen Nazis? Was? Für mich ist der böse. Der ist doch jetzt neuer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Korrekt. Ich sag doch, den kennt man. Die wollen Haschisch legalisieren. Wie findest du das? Finde ich super. Wusste ich doch. Ja. So, der Nächste. Wie finden Sie das? Haben Sie auch eine Meinung? Ich würde nur einen Elten grüßen. Komm her. Ja, machen Sie mal. Hallo Elten, du Pfeife, ich grüß dich. Mach weiter mit dem Ratsendung, wo du sonst noch rumtreibst. Alles klar. Schönen Tag, Elten. Richten wir aus. Aber zurück zum Thema. Wie findest du es, dass Haschisch legalisiert wird? Bin ich selber nicht betroffen von so. Na? Glaub ich hier sofort. Finden Sie denn Elektroautos auch ganz gut oder eher nicht so? Ihr sind alle noch jung, ihr seid das schnelle Leben gewöhnt. Ja. Aber ich will das nicht. Ich verstehe auch die meisten jungen Leute nicht. Die verschlucken ja die Worte. Bitte? Wir sind erzogen worden. Langsam reden, ja, und deutlich reden. Mhm. Das hören sie heute nicht mehr von Eltern. Wenn die Kinder, die verstehen sich nicht. Untereinander verstehen die sich. Okay, darf ich dich auch kurz zum Thema Valentinstag fragen? Ja. Na gut, wann hat denn deine Frau Geburtstag? Boah, so auf den Stopp kann ich das gar nicht so genau sagen. Du weißt nicht, wann deine Frau Geburtstag hat? Dann rat doch mal, vielleicht kennst du ja den Monat. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie im August, glaube ich. Scheint nicht richtig zu sein, aber sie kennen das Geburtsdatum ihrer Frau. Eieieiei. Jetzt muss ich mal schauen, überlegen. Also bitte. Jetzt, darüber haben wir sogar vor kurzem noch geredet. Na dann. Im November. Wow. Hab ich recht? Kurzer Check. Hat er recht? Ja. Und wann genau im November? 14. Und? Nein. Na, noch ein Versuch? Oh je. Es gibt heute nichts zu essen. Würde ich aber auch sagen. Also meine Frau hat 05/09/74. Das ist meine Mutter. Ne? Ach, das ist ihre Mutter, okay. Wenn ihr jetzt Geburtstag Mutter fragt, muss ich aufschlagen. Kommen wir zum Muttertag wieder. Darf ich Sie was fragen? Kommt auf die Frage drauf an. Gestern war ja Internationaler Frauentag. Finden Sie es gut, dass es einen Frauentag gibt? Hätte kommen, mit so einem Mist nicht. Darf ich dich befragen? Für ProSieben? Na klar. Boah, Bruder, das ist eine Nummer hart. Ja, das sehen sehr viele. Für TV Total. Boah, das sehen sehr viele Menschen. Was ist die Frage? Warte, was ist die Frage? Gestern war Internationaler Frauentag. Echt? Mhm. Wie findest du das? Ja, okay, ist doch schön. Echt? Ja, klar, ein Tag für die Frauen. Ist das deine Freundin? Ich? Nein, wir sind gerade nur so ein bisschen unterwegs, weißt du? Glaube ich dir sofort. Und hast du mit deiner Freundin den Weltfrauentag gefeiert? Ja, habe ich zwei Frauen. Ja. Zwei Frauen? Naja, eine ist von Reserve, ne? Und eine ist, wenn, macht mir so... Die macht mir eine immer so oft Stress und ja, meistens, ja, deswegen habe ich gesagt, besser, wenn ich habe noch eine Frau, ne, dann bin ich glücklich. Wenn eine macht Stress, sie geht zu einer anders, so, ne, dann habe ich meine Ruhe und sonst ist zu Hause Katastrophe, ne. Sehr praktisch. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du sie einordnen? Ach so, 8, 8, 8. Unsere Heidi, ja. Nur eine 8? Ich bin nicht so wählerisch. Nächste? 10. Wow, eine komplette 10? Ja. Heidi Klum, hallo. Ist Heidi denn dein Typ? Schwierig. Sie ist alt, aber so eine Nacht ist okay so. Du hast sehr Glück gehabt. Wie alt bist du denn? Ich bin 21. Glückwunsch. Da fällst du auf jeden Fall ins Beuteschema. Ich nenne dir jetzt mal einen Namen und du sagst mir, ob das ein Schriftsteller ist, okay? Beethoven.
Ja, Beethoven war ein sehr berühmter Komponent, ne? Ein Komponent? Das weiß ich halt. Beethoven. Heißt das nicht anders? Ja, Komponent, ne? Musiker. Komponent. Wieder was dazugelernt. Und was ist mit Helmut Kohl? Helmut Kohl. Mhm. Das war doch, Tja. Nee. Na? Helmut Kohl. Helmut Kohl? Ich hätte doch den Fußballer oder so. Bitte? Ist Schriftsteller auch gleichzeitig Poet? Nein, ne? Ja, andersrum. Ich kenne Helmut Kohl den Namen, aber jetzt gerade bin ich... Nee, keine Ahnung. Klar. Habt ihr schon mal jemanden geschlagen? Alles klar. Verstehe. Ist auch egal. Wie ist es bei dir? Auf jeden Fall. Every day, all day. Nein, war ich noch nicht. Nee? Nein. Sehr lobenswert. So, dann gehe ich mal davon aus, zugeschlagen haben Sie auch noch nicht. Nein. Nee? Nein. Gut. Ich verhaue nur meine Kinder. Tja, sieht man ein bisschen. Und wie ist deine Ernährung so? Ernährung, seid ihr bei mir genau richtig? Na gut. Und was haltet ihr von Vegetariern? Nichts. Abstand. Nein, also jeder soll sich ernähren, wie er will, aber ich halte davon gar nichts. Alles klar. Wie viele Tage im Jahr kann man jemandem zumuten, vegetarisch zu essen? Was? Zumuten, genau. Wie oft im Jahr? Zumuten, im Jahr. Genau. Boah, warte mal, das Jahr, 365 Tage. Richtig. Ein Drittel. Boah, das ist eine schwere Frage. Mhm. Ja, ein Drittel. Ein Drittel? Boah, das ist wirklich eine schwere Frage jetzt. Also sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist eine schwere Frage. Tja. Da sage ich, uiuiuiui. Ist aber auch eine schwere Frage. Vor 365 Tagen, Genau. Im Jahr. Boah, das ist eine schwere Frage. Ja, ich versuch's kurz zu halten. Ja, ich merk's. Wie du schon sagtest, ist ein Drittel. Also, das wäre schon ein guter Anfang. Wir sind ja heute hier, um Vorurteile zu widerlegen. Mhm. Also, ich packe jetzt meine Eier aus, oder wie? Bitte nicht. Gibt's denn noch andere Vorurteile, die Quatsch sind? Ja, dass man geistig nicht ganz auf der Höhe ist und sowas halt, ja. Aber. Nennt mich Professor, ne. Aber du warst doch Lehrer. Ja, aber Sportlehrer. Gut, dann machen wir jetzt den Check. Ja. Ich stelle dir mal ein paar ganz einfache Fragen. Um Gottes Willen. Peters Vater hat 3 Kinder. Tick, Trick und... Oh mein Gott, jetzt kommen solche Fragen. Ah, Leute, hört auf damit. Ja, die sind echt tricky, ja. Peters Vater, ja. Hat 3 Kinder. 3 Kinder, ja. Tick, Trick und... Track, oder? Sicher? Nee, Trick. Denk ruhig noch mal nach. Du machst mich jetzt fertig bestimmt. Auf keinen Fall. Tick, Trick und... Track. Wieder falsch. Trick. Nee, falsch. Und... Track. Keine Ahnung. Peter ist die Antwort. Peters Vater. Genau. 3 Kinder. Ah, Peter. Jetzt hat's Klick gemacht. Wer ist denn dieser Mann? Der Präsident von Amerika? Oh. USA? Nee. Oder Deutschland? Aua. Ist das nicht ein Sohn von ihm? Von ihm? Prinz Charles. Charles? Der ist ja verstorben. Was? Kennst du mich nicht? Ja, doch. Er ist verstorben. Richte ich ihm aus. Ah, ist der Sohn Carlo, glaube ich. Carlo? Nee. Kommen Sie Frag gerne nochmal nach. Carlo, ja. Prinz Carlo. Der Sohn. Nee. Prinz Williams, ne? Williams? Nee, wie hieß er? Der die Birne erfunden hat. Charles. Prinz Charles. Charles. Genau, Charles. Puh, was sagen Sie zu ihm? Was soll ich zu ihm sagen? Also ich habe jetzt nichts, zu ihm zu sagen. Wollte ich mal so sagen. Kann man so sagen. Ja, das ist auch einer von den Königsleuten da. Sehr gut. Ich kenne nur einen, also die Queen Elizabeth und Prinz William. Ja. Aber ich glaube, das ist der nicht. Noch jemand was Schönes zur Monarchie? Ach so. Ich könnte euch was über Monarchie rappen, auch wenn das nicht ganz stimmt. Auf den Text achten. Okay. Ich halte mich nicht an die Reihenfolge. Mhm. Todnot, dann das Brot. Frisst du das Stück von der Dienstleistungs- zur Informationsgesellschaft, damit die genetisch privilegiert werden? Okay, reicht mir. Und hörst du Schlager? Schlager. Ja, Schlager. Diese Frau. Hä? Ja, ich liebe diese Frau, auf jeden Fall. Ach, echt? Wer ist denn das? Blonder, Schlager. Ah. Macht Musik. Mit Leuten so und sie macht Musik. Ich habe eine Idee. Was singt die denn? Ja, ich bin eine schöne Frau. Ich liebe sie viel. Und ich höre sie viel auch. Und wie heißt die? Frau Schlager. Frau Schlager? Können Sie singen? Jeder kann singen. Ach, können Sie uns was vorsingen? Natürlich nicht. Ach komm. Nein. Singen Sie uns was vor? Nein, kann ich nicht. Ich bin zu schüchtern, sowas zu singen. Oh, süß. Du singst uns aber was vor. Nein, definitiv nein. Warum nicht? Meine Stimme ist schon scheiße, wenn ich spreche. Was? Aber gar nicht. So, nächster. Nein, brauchst du ein paar Tequila, dann kannst du danach gut singen. So, komm, du singst uns jetzt was vor. Nee, ich glaube, das wollt ihr nicht hören. Wer ist die Mutter von Niki Lauda, Mama Lauda,
Mama Lauda. Na hör mal, geht doch. 1A. Tschüss.